Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transceiver 4. Mit mir zusammen, ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Ja, wir haben heute die Aufgabe, unseren, ja, irgendwie, so, jetzt unseren EC Richtung Semmering zu fahren, beziehungsweise Richtung Wiener Neustadt. Befinden uns hier auf der Semmeringbahn, kurz vor Mürzzuschlag, beziehungsweise schon eigentlich fast da. Dort ist Mürzzuschlag der Bahnhof und ja, eine Doppeltraktion 218 bringt gerade den EC an den Bahnhof. Und wir haben gleich die Aufgabe, mit einer anderen Lok an diesen Zug heranzufahren, zu koppeln und den dann Richtung Wien zu fahren. Ihr seht, es ist ein wunderbares Wetter. Zu dem Wetter sage ich gleich noch was. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit, dass wir den Zug jetzt, wie gesagt, an den Bahnsteig bringen, mitsamt der DB218, diese Lok in Doppeltraktion. Und ich bin, wundert euch nicht, ich bin bereits am Fahren. Das liegt daran, dass ich zu spät gespeichert habe. Ich habe das Ganze ein bisschen angeprobt, ob das alles so klappt, wie ich das vorhabe mit den Gleisen und so weiter. Und ja, da wollte ich dich doch mal von vorne anfangen nach der Probe, deswegen habe ich gespeichert und das habe ich ein bisschen zu spät gemacht. Deswegen sind wir schon leicht am Fahren, aber ich denke, das ist kein Problem. Machen wir noch ein schickes Foto hier und dann würde ich sagen, legen wir los, verlassen den Führerstand, ach, den Fotomodus und ja, dann werden wir jetzt, wie gesagt, zum Bahnsteig fahren. So. Ist auch nicht zu viel aufschalten hier, weil nämlich gleich ein rotes Signal auf uns wartet. Und da wollen wir nicht drüber sausen. So, wir fahren also hier an den Bahnsteig 4. Genau. Schöne Doppeltraktion. Wunderschön. Da wartet schon eine andere Doppeltraktion. Das ist aber nicht die, die an diesem Zug drankommt. So. Aber wir haben grün. Und dann können wir trotzdem schon mal ein bisschen bremsen. Leistung wegnehmen. Schon mal ein bisschen in die Bremsstellung gehen hier. Weil in 200 Metern haben wir nämlich tatsächlich rot. So, warten, bis wir hier mit dem ganzen Wagen im Bahnsteig stehen. Und dann können wir auf die Bremse hauen. Jetzt sind es nämlich nur noch 140 Meter. So, ein bisschen können wir noch. Ich denke, das reicht. Können wir die Bremse anziehen? So, können wir ja mal schauen, ob wir die Türen hier loskriegen. Ich stark bezweifle, aber wir können es versuchen. So, dann würde ich sagen, steigen wir aus. Ne, wir müssen natürlich erst den Richtungswender. Oder wir lassen das mit den Türen noch. Dann machen wir das gleich, wenn wir mit der anderen Lok dran sind. Und das hier natürlich erstmal auf neutral machen. Auf neutral, so. Dann können wir rausgehen und die beiden 218 abkoppeln. So. Im Übrigen, das ist ein Wettermod von dem guten Kollegen Manny. Oh, wir haben eine Streckenkarte hinzugefügt, die sehr schön. So, dann können wir hier abkoppeln. Also es gibt ein Wettermod auf der Seite www.transcommunity.de. Gibt es dort herunterzuladen und das ist, sind ganz andere Wettereffekte. Wieso kann ich die jetzt hier nicht abkoppeln? Was soll denn der Scheiß? Bin ich jetzt blöd oder was? Hä? Tür offen ist klar, aber ich will abkoppeln. Da war es doch gerade. Da, so. Dann sind wir soweit. Dann können wir jetzt eigentlich, jetzt der Clou, was ich vorhabe. Wir gucken, dass wir nicht überfahren werden. Genau. Stellen wir uns die mal hier hin. Ich hoffe, das funktioniert alles. So.
uns die ÖBB. Oder welche sollen wir da nehmen? Können ja auch mal. Ach ne, die haben wir so lange nicht gefahren. Können wir die doch mal wieder nehmen. Und zwar. Genau, Job mit Sinn. Zack. Na komm. Es dauert irgendwie in letzter Zeit ein bisschen, habe ich das Gefühl, bis die Loks erscheinen. Oder geht das nur mir so? Da ist er endlich. So. Mal einsteigen. Schließen hier erstmal die Tür. So. Dann müssen wir natürlich erstmal die Scheibenwische einstellen. Zack. Störung. Störung. Ah, ist jetzt kaputt. Wieso haben wir jetzt wieder sie abgerüstet oder was ist jetzt hier? Ach, Strom hatten wir müssen gar nicht oben oder wie? Oder ist der Dings noch nicht, der Führerstand noch nicht aktiviert? Muss ich das jetzt verstehen? So. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht mit der Lok jetzt auf einmal. Was ist denn jetzt hier kaputt? Es ist die Lok im Arsch. Ich fax. Ey, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe schon viel gehabt, aber das hatte ich noch nicht. Gut, dann nehmen wir eine andere. Das habe ich vorhin in der Probe so nicht gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber okay. Dann nehmen wir einfach mal die Vectron. War ja auch schon länger nicht mehr. Nehmen wir die Nutella-Lok. So. Stromabnehmer, Oberleitung haben wir, ne? Ja. Warum die sich gerade nicht aktivieren ließ? Naja, lassen wir das. Wegen uns nicht drüber auf. So, dann nehmen wir die halt. Die ÖBB nicht will. Der kann man auch in Österreich fahren. So. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, die Länderkennzahl erstmal ändern. Denn wir befinden uns hier natürlich in Österreich. Ach ja, wir müssen dafür, glaube ich, den Richtungsbinder. Nee, wie ging das denn jetzt nochmal? So, habe ich 1:4 genommen. Ach, ja, ich weiß, wir müssen den, ja, jetzt habe ich es, wir müssen den Strom nicht mehr senken. Dann geht das. Genau, sonst funktioniert es ja nicht. So. Sonst funktioniert es ja nicht. Den machen wir natürlich wieder auf neutral. So, dann Strom halt immer heben.
Zack. Müsste sich jetzt eigentlich soweit hochfahren. Derweil können wir die Scheibenwischer schon mal einstellen. Jetzt komm endlich. So, das hätten wir. Das brauchen wir nicht, aber wir brauchen die Scheibenwischer. Regelmäßig. So. Haben wir jetzt soweit alles? Jetzt. Gut, da müssen wir uns noch eine Route legen. So, denn wir müssen natürlich erstmal hier aus dem Bahnhof raus. Sind wir denn? Da sind wir. Da müssen wir mindestens bis da fahren. Damit wir hier rüber runterfahren. Dann aus dieses Gleis. Ne, wenn wir hier sind, hier runterfahren, auf dieses Gleis, die Waggons, ja, dann fahren wir bis hier. Zack, müsste passen. So, können wir Bremsen lösen. Ja, Bremsschlüssel sollten wir vielleicht auch noch aufsperren. Da ist ein, okay, ja, dann sind wir soweit fertig. Oder nicht? Geht's los. Wunderbar. Das klappt soweit. Mein Gott, ist das am Schiffen. Also wie gesagt, das ist ein Wettermod von dem Money. An, also aufschalten, damit wir doch ein bisschen Steigung. So, fahren jetzt hier wie gesagt auf das Wendegleis. So nenne ich das jetzt einfach mal. Unsere Nutella-Lok. Wunderschön. Wunderschön. Das müsste jetzt gleich noch ein Stückchen nach rechts gehen. Weichenmäßig. Wir dann an unseren Zug heranrollen können. Genau, da ist schon die Weiche. Wunderschön. Wunderschön. Das klappt ja wie gebuttert. So, sobald wir dann den Weichenbereich verlassen haben, können wir dann auch anhalten und zurückfahren. Eh nur noch ein paar Meter. So, ich denke, das reicht dann auch. Ja, entfernen wir die Route, nehmen diese Route an unseren Zug heran. Zack. Dann müssen wir natürlich den Richtungswender nach rückwärts verlegen. Die Bremse lösen. Und dann sollte es zurückgehen.
Das passt mit dem roten Signal auch. Wunderschön. Wunderschön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Muss das schon ein bisschen aufschalten noch. Aber ich habe gelernt, Rangierfahrten niemals mehr als 25 und eigentlich auch mit PZB und so weiter. Aber das ist ja jetzt keine große Streckenüberquerung, sondern nur einmal eine Lok umsetzen, sage ich jetzt mal. Ich denke, da kann man das noch weglassen. Korrigiert mich aber gerne. Ach, das war ein bisschen zu heftig. Das war ein wenig zu heftig. Da müssen wir noch ein bisschen nachrücken. Ah, das war das mal. So. Dann würde ich sagen, öffnen wir die Türen. So, das mal vorwärts. Wahrscheinlich öffnet der die eh wieder nicht, so wie ich das kenne. Naja, wir schalten die Sicherungssysteme dazu. So, wir müssen eine Route legen. Und zwar nicht allzu weit. Das ist schon eine ziemliche Strecke. Wie ihr seht, das ist schon echt ordentlich. Deswegen wir sind hier. Größerer Bahnhof wäre schön. Der hier sieht doch gut aus. Nehmen wir den. So. Nur rot in 370 Metern. Da müssen wir beim Kontrolletti machen. Warum? Ist irgendwer auf unserem Fahrweg? Ja, da steht ein Güterzug. Der wird dann wahrscheinlich mal früh noch stehen. Also machen wir Folgendes. Das war es immer noch nicht. Das ist doch zum Mäusekotzen. Ist noch irgendwer, irgendwas auf unserem Weg? Von hier rum. Ne, ist nichts weiter. Doch da. Na egal, wir müssen eh noch Fahrgäste einchecken, sage ich jetzt mal. Ach, und dabei das ja wieder mal. Wir können dann derweil noch die Türen jetzt öffnen, die Fahrgäste einsteigen lassen, die vielleicht die 218 noch da hinten entfernen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, bis wir hier grün kriegen. Türen öffnen hier. Vielleicht können wir die 218 auch in die Abstellung bringen, das wäre doch noch was. Dann haben wir das auch sauber bereinigt. Abgekoppelt haben wir sie ja schon. Ist da was, das machen wir auch eben. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. Bringen wir die mal kurz
in die Abstellung hier. Ist jetzt auch nicht so weit. Gucken, ob das geht. Geht natürlich wieder nicht. Das ist echt, das ist eine Katastrophe, ehrlich. Ach nee. Mit den roten Signalen, das ist echt, das ist nicht einfach. Das sage ich euch so, wie es ist. Na egal, dann fahren wir sie bis vor das rote Signal. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr drauf. Ach, wir sollten vielleicht auch den noch vorwärts machen. Dann kommen wir auch voran hier. Ich weiß nicht, wieso wir hier kein Grün kriegen. Egal, stellen wir sie ja erstmal ab. Ich kann es auch nicht ändern. Ich habe keinen Bock mehr drauf jetzt. Das verstehe ich auch manchmal nicht hier. Jetzt, so, den raus, abgemacht, Bremsen sind angezogen. Genau. Dann können wir die alles hier ausmachen. Zack, aus, alles aus, Getriebeleistung aus, aus, so, Kompressor aus, alles aus. So, dann sind wir hier durch. Kommen hier noch die, was war das, so, so, die sind fertig hier. Können wir mal zusehen, ob wir jetzt mit unserem Zug da mittlerweile mal. Die läuft noch. Ich verstehe es nicht. Egal, lassen wir das. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich verstehe es manchmal nicht, die ganze Technik hier. So, hier sind wir auch durch. Wobei. Zack. So, fertig. Raus hier. Zu dem, dass wir wegkommen hier. Schnauze voll. Haben wir noch eine Aufgabe zu erfüllen?
jetzt ordentlich am Gewitter. Es ist ein richtiger Gewittersturm, also wirklich vom Allerfeinsten hier. Was soll man wirklich tun, dass wir hier wegkommen? So, haben wir jetzt eine Route gelegt oder nicht? Oder ja, haben wir, aber wir haben immer noch Rot. Es ist doch wirklich behindert heute. Der, dann entfernen wir dich. Jetzt habe ich die Nase auch irgendwann mal voll. Ich möchte auch mal irgendwann weiter hier. So, Türen schließen und Feierabend. Ich will hier raus. Was ist das denn jetzt? Hä? So, Türen sind geschlossen. Dann können wir losfahren. Bremsen lösen. Auf geht's. Uns befreien. Ach, wir haben die AfB noch nicht eingestellt. Scheiße, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, und die PCBO-Art wahrscheinlich auch noch nicht richtig. Wenn, dann machen wir alles richtig. Das habe ich wieder vergessen in der Eile. So, PCP-Modus ist auch noch nicht auf. So, jetzt aber. So, los geht's. Wieso sind die Türen noch offen? Hä? Wieso fahren wir mit... Jetzt schießen sie sich. Ich muss das nicht verstehen, oder? Ich will es auch nicht verstehen, ehrlich gesagt. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, da geht's denen auf dem Weg nach Semmering. So, natürlich noch mittlerweile auf 60 erhöhen. Machen wir das auch. Wunderschön, wunderschön. So, gleich schon 80. Dürfte jetzt jeden Moment umspringen. Soweit. Natürlich nur 80, so. Nö.
Nee, das ist der Pfosten noch im Weg. So, jetzt aber. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur granatenmäßig geil. 193, 397. Unsere Nutella-Werbelok. Ups. Fahren hier noch auf dem Gegengleis. Deswegen hatten wir auch gerade Probleme mit dem Gegenverkehr. Klar, logisch, die blockieren sich gegenseitig. Und vielleicht haben wir da gleich noch Gleiswechsel. Nach wie vor 80. Schlussleuchten aber auch keine an. Ich verstehe es nicht. So, und in der kommenden Woche am Donnerstag, den 8.8.2024, ist es endlich soweit. Der IC-Einsteuerwagen samt der neuen BR101 in der Expert-Version wird veröffentlicht. Wahrscheinlich so in der Zeit von 17 bis 19 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Ihr kennt das. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Und am Dienstag, den 6.8.2024, geht es für mich endlich wieder auf Tour. Worauf ich mich sehr freue. Endlich wieder Live-Material sammeln, auf Tour sein, Bahn fahren und so weiter und so fort. All das genießen, was dazugehört. Es ist ja nicht nur die reine Location, das reine Film, es ist ja auch die Reise, die dazugehört. Ist für mich alles in einem ein riesengroßes Highlight, finde ich. Auch wenn ich das schon jetzt 12., 13. oder 14. Mal mache, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist trotzdem immer wieder ein wunderschönes Erlebnis. Und ich glaube, jeder, der gerne Bahn fährt, kann mich da absolut verstehen. Ich habe sehr viele bekannte Freunde, die sehr gerne tagtäglich stundenlang mit der Bahn fahren, egal wohin. Von daher kann ich das total verstehen und wie gesagt, ich bin da genauso. Ich freue mich da sehr drauf, auf das, was mich am Dienstag erwartet. Bei der Deutschen Bahn auf dem Gleis. Schauen wir mal, würde ich sagen. Der einzige Unterschied, es dürfte doch ein wenig besseres Wetter sein als hier, sprich, es dürfte ruhig trocken sein und einigermaßen angenehm warm, auch nicht zu warm. Also jetzt über 30 Grad wäre es nicht so prall. Regen wäre jetzt auch nicht so tofte. Also so 25, so alles so zwischen 20 und 25 Grad lasse ich mir gefallen. Ich denke, dass man da gut spotten kann und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr schönes Highlight werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich glaube, Hochwasser haben wir auch nicht zu befürchten, sodass wir auch, ja, dass ich da auch ankommen werde, wo ich hin möchte. Dass das nicht ganz so eine Chaosfahrt wird wie vergangene Tour auf dem Weg nach Augsburg. Ihr wisst Bescheid. Ausschnitte davon sind auf meinem Kanal zu sehen in Form von Shorts und so weiter. Zieht es euch rein, wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich spreche. Es war auf jeden Fall ein
denkwürdiger Tag. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. So. Jetzt haben wir gleich eine Beschränkung von 65 km/h. Das ist auch äußerst ungewöhnlich, aber wir sind ja hier auch in Österreich. Vielleicht liegt es daran. Denn wir fahren natürlich, wie ihr seht, unter österreichischer Spannung. Ja, hier dieses AT 15 kV. Das kann man ja bei dieser Lok wunderbar umstellen. Was ihr dazu im Übrigen auf jeden Fall beachten müsst, bevor ihr das umstellt oder umstellen wollt und euch wundert, warum das nicht klappt, ihr müsst den Stromabnehmer senken. Stromabnehmer senken, Hauptschalter öffnen und dann könnt ihr das auch umstellen. Vorher funktioniert es nicht, ihr könnt das zwar umstellen, aber es lässt sich nicht bestätigen. Das ist halt die Sache. Ihr habt am Anfang auch nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also man muss wirklich zwingend den Stromabnehmer senken, damit man das dann auch umstellen kann. So. Und wie sich das Ganze darstellt, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ihr geht also hier auf die Einstellung. Wenn das jetzt überhaupt möglich ist, ja. Ah ne, gar nicht. Sorry, das war jetzt falsch. Falsch. Ihr geht hier auf 1. Und dann könnt ihr hier mit diesen Pfeiltasten die Länder wählen. Also der kann Deutschland, wie ihr seht, Österreich, Schweiz und Frankreich. Also ihr könnt mit der Lok auch in Frankreich fahren. Dann könnt ihr das entsprechend umstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, auf die Flagge drauf, dann bestätigt ihr das Ganze mit der Taste E hier auf dem Display. Und dann zeigt ihr das dann hier auch an. Nur wie gesagt, ihr müsst zwingend dafür den Stromabnehmer senken. Weil wenn ihr die Züge spawnt oder auch beim Fahrplan und so weiter, die sind ja meistens schon so weit aufgerüstet, dass der Strom halt immer gehoben ist und so weiter. Die müsst ihr dann einmal senken, dann könnt ihr das Ganze umstellen und dann könnt ihr auch den Strom halt immer wieder heben. So viel dazu. So, wir sollten jetzt hier mal ein bisschen langsamer werden. Ich glaube 60, da machen wir nichts verkehrt mit. So. So, das dürfen wir hier einmal quittieren. Mit diesem wunderschönen Signal. Zugbeeinflussung. Genau. Und dann sind wir gleich auch schon in Semmering. Wunderbar. Nach wie vor auf dem Gegengleis. Schön durch den Tunnel, einfach ein Traum. Also die Strecke Semmering hat auch was für sich. Klar, sie ist äußerst lang, vor allem wenn das so mit den Kurven und so weiter, das ist schon echt, das dauert schon echt lang, aber ist trotzdem eine schöne Strecke. Übrigens, wenn ihr mal, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich wisst ihr das eh, wenn ihr mal so Tunnel fahrt und ihr seht dann nicht mehr, was ihr drücken sollt, weil alles dunkel ist, ihr könnt mit der Taste L die Führerstandsbeleuchtung einschalten. Aber wahrscheinlich wisst ihr das eh. Und mit der Taste H könnt ihr auch die Zugspitzensignale umstellen. Heck, Signallichter und beziehungsweise Zugspitzensignale, Heck, Lichter, also Schlussleuchten und auch ausstellen. Das lässt sich bei der 218 wunderbar machen. Irgendwie haben wir hier die falsche Dings eingestellt, oder? Nein! 40. Nein, ich will 40. Ganz ruhig Zugbeeinflussung. jetzt. So.
gut, dass die PCB jetzt nicht gegriffen hat. Wir waren nämlich ein Stück zu schnell. So, da wären wir in Semmering. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Damit hätten wir das soweit. Türen müssen wir eh wieder manuell öffnen. Das ist auch irgendwie so ein Bug mit der Lok und mit den gespawnten Waggons hier. Das ist, naja, lassen wir das. Darüber wollen wir uns jetzt auch einfach nicht mehr aufregen. Wie funktionieren noch nicht alle Türen, oder? Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich meine, warum ist das so? Aber es ist so und lässt sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie gefixt werden muss oder ob das generell so ist, ob das ein Bug ist, dass wir hier die Türen manuell öffnen müssen, weil er das über die Zugsammelmaschine nicht macht. Aber es ist halt so. Eh zu lang für den Bahnsteig. So, das heißt, die Tür brauchen wir öffnen, dann reicht das auch. So, das war's dann mit diesem wunderbaren Szenario. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das schärfste, tollste, was ich mir rausgesucht habe. Aber ich habe so ein bisschen versucht, das Ganze irgendwie nachzusimulieren. Loktausch und so weiter. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Zu heute Abend Livestream kann ich noch nicht genau sagen. Ich denke mal nein, weil ich doch noch ein paar Dinge zu machen habe, auch für die Tour und so weiter, und Familie muss ja auch mal sein und so. Also ich sage mal voraussichtlich heute nein, sodass ihr euch da vielleicht schon mal ein bisschen drauf einstellt, weil ich will jetzt nichts zusagen, was ich hinterher nicht einhalten kann, und ich denke mal, so ein Samstag auch mal ohne Livestream ist jetzt auch kein Beinbruch, und ja. Dafür hört ihr mich dann morgen nochmal wieder, vielleicht Montag auch noch. Mal sehen, wie Zeit ist. Ich habe jetzt Urlaub, das macht die ganze Sache etwas einfacher. Naja, ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Habt eine schöne Zeit für alle die arbeiten müssen. Macht euch nichts draus. Das ist halt mal leider so. Ich genieße jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub, gehe Dienstag schön auf Tour. Ihr werdet auf jeden Fall mitgenommen auf die Reise, das wisst ihr. Kennt das schon, und ansonsten war es das erstmal von mir. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Wie gesagt, kommenden Donnerstag, den 8.8.2024, Release der BR101 Expert-Version zusammen mit dem IC1-Steuerwagen. Freut euch drauf. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr bekommt natürlich von mir wie immer ein Preview des ganzen Fahrzeugs. Wann das Ganze sein wird, werdet ihr sehen. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Ciao, Servus und Tschüss.